9:3. Der ist zu weit links und auch zu weit in der Länge. Punkt für Schmerin, 10:3. Anja Brandt mit der Angabe jetzt. Auch die ist zu lang. Und der Punkt geht nach Sinsheim. 10:4. Marisa Field jetzt bei der Angabe. Können Sie nicht sehen, aber das kann ich von hier sehen. Mit an beiden Füßen mit Knöchelschonern. Thormann hatte da nicht die richtige Lage, kriegt den Ball nicht richtig rüber. Und jetzt war ins Netz gefasst. Punkt für Schwerin. Jetzt Thormann bei der Angabe. Oh, da sind sie sich wieder nicht einig. Mokeki und Prost sind sich da nicht einig. Der Ball ist weg. 12:4 für Schwerin. Und war schön gerettet von Schaus und Thormann. Und wieder Punkt für Schmerin. Der Ball natürlich nicht auf dem Boden, sondern da hat eine Spielerin aus Sinsheim wohl ins Netz gegriffen. 13:4. Thormann mit der Angabe und die ist zu flach. Geht ins Netz. Punkt für Sinsheim. Mauersberger bei der Angabe. Da hat sie Glück, dann nimmt sie das Netz noch mit. Und Marie Fleck. Nee, Berit Kaufeld war das. Berit Kaufeld mit dem Punkt für Schmerin, 14:5. Und jetzt sehen wir die erste Auszeit, auch bei Sinsheim. Der Trainer kann in keinster Weise mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Ja, aber er bleibt bei seiner Linie. Spricht ruhig und klar auf seine Mannschaft ein, der Rudi Sonnenpichler. Pichler und Wendula Adlerova jetzt mit der Angabe. Und der Block von Schmerin. Und der war drin. Der war noch im Feld. Habe ich erst einen Moment anders gesehen, aber alle drei Schiedsrichter, die an der Seitenlinie und auch der Schiedsrichter oben hat gesagt, der war drin. Punkt für Schmerin, 15:5. Auch klasse geholt davon Schaus. Und Patricia Thormann überlegt in die lange Ecke. Sicher zum 16:5 technische Auszeit. Aufgrund des 16. Punktes. Ja,
Tore. Alexandersson nimmt da jetzt ein wenig Feinjustierung vor. Es gibt eine 14 Meckern auf Schweriner Seite. Beim Stand von 16:5 kann auch ein Tore Alexandersson durchaus zufrieden mit seiner Mannschaft sein. Es ist auch sehr belegt, wie der SSC spielt. Nicht einfach blind draufhaut. Sie haben aber auch die Räume, die sie geboten bekommen von Sinsheim heute. Und weiter geht's. Vendula Alarova mit der Angabe. Und einfach rübergelegt von Staus, das war gut. Auch den Ball haben sie gut geholt von Schaus. Der Schweriner Block ist da, aber er fällt auf die Schweriner Seite und damit der Punkt für Sinsheim. Mukelki jetzt bei der Angabe. Und die Sprungaufgabe ins Netz. Einfacher Punkt für Schwerin. 17:6. Berit Kaufeld. Und so richtig einig sind sie sich da wieder nicht. Und dann kriegen sie den Ball nicht. Katrin Neumeier in dem Fall. 18:6 und erneut Auszeit genommen von Sinsheim. Aber für mich, auch wenn er jetzt schon klarere Worte findet, Rudi Sonnenbichler, sieht das für mich jetzt momentan eine Justierung aus schon für den zweiten Satz. Fehler, die im zweiten Satz nicht mehr passieren dürfen. Kaufeld mit der Angabe. Gefährlich, aber haben sie zumindest noch versucht zu spielen, aber der Schweriner Block war da und dann spielen sie ihn einfach ins Aus. Das ist zu einfach, das ist zu wenig gegen den Schweriner Sportclub. Kaufeld. Und da sind sie sich wieder nicht einig. Schneider und Neumeier. 20:6. Kaufeld mit Angabe. Jetzt mal ein schön vorgetragener Angriff von Sinsheim. Kaufeld kann den abfangen. Schaus mit der Möglichkeit. Sinsheim kann den Ball nur aus dem Halbfeld zurückbringen. Und die kurze Variante über Hanke und Brand zum Erfolg für Schwerin. Und Kaufeld darf erneut. Und da waren ein Stück zu weit. Da haben die Sinsheimer ein gutes Auge bewiesen. Der war ganz knapp weg. Sind sie alle weggegangen. 21:7. Julia Osterloh jetzt bei der Angabe für Sinsheim. Steht ganz an der Bande dran. Und es war gar nicht so schlecht. Schwerin gut gelöst. Schaus mit der Möglichkeit. Jetzt aus Halbfeld. Der Block steht, aber der Punkt geht nach Sinsheim, da es eine Berührung auf Schweriner Seite gab. 21:8.
Osterloh. Ah, war der Sinsheimer Block wieder nicht vorbereitet. Haben sie Glück, dass sie den Ball überhaupt wieder rüberbekommen. Neue Möglichkeit für Schmerin. Und Hanke. Das war ganz stark gemacht. Da lief Brandt auf der Seite, sich bereit zum Schlag. Und Hanke schlägt einfach selber zu. Und da war keiner vorbereitet auf Sinsheimer Seite. 22-8. Denis Hanke. Mit der Angabe jetzt auch. Die Sprungaufgabe gefährlich. Und der Block steht auf Schweriner Seite. Erneut gegen Julia Prus. An der Brandbars, die den Ball wieder zurück in den Sinsheimer Teil des Feldes bringt. 23-8. Dini Tanke wieder mit der Sprungaufgabe. Und der war drin von Prus, die erst die Angabe von Hanke angenommen hat und dann selber mit einem Heber quasi verwandelt. Legt ihn über den Block rüber, macht den Punkt für Sinsheim 23-9. Staus. Auch da stand der Block nicht richtig, aber wieder kriegen sie eine Hand ran. Und da reklamiert sie die Katrin Neumeier. Da wäre doch eine Schmerinerin dran gewesen. Die Schiedsrichter entscheiden es anders. 24-9 für den Schmeriner Sportclub. Die Halle steht, es ist Satzball. Da sind es halt wieder Schwierigkeiten bei der Annahme. Schwerin jetzt beim Aufbau mit drei Varianten. Und da steht der Block nicht gegen Adler Robber. Und dann ist es Anja Brandt, die den Block einfach nur wieder rüber drückt. 25-9 geht der erste Satz an den Schwerin SC. Die